8 Uhr morgens auf dem Hof einer Abschleppfirma in Bottrop. Wenn Autos Probleme machen, ist dieser Mann zur Stelle. Ich bin der Andi, komme aus Bottrop, bin auch bei dem örtlichen Abschleppdienst tätig. Meine Aufgabengebiete beim Abschleppen sind Falschparker, Unfaller, Pannenhilfe, Sicherstellung und sowas alles. Und eins davon erwartet ihn heute im 20 Minuten entfernten Recklinghausen. Unsere Werkstatt hat mir den Auftrag gegeben, ein Kundenfahrzeug von uns einzuschleppen. Da ist der Kühlerschlauch geplatzt. Tja, einmal drauf, zu uns zur Werkstatt bringen und dann kümmern sich unsere Monteure um den Wagen. Gucken wir mal. Doch bevor Andi bei der Kundin klingelt, hilft er erst noch dem Achtung-Kontrolle-Redakteur beim Einparken. Andersrum einschlagen. Jawohl. Jetzt zurück. Ah, der junge Mann ist noch in der Ausbildung. Der muss noch ein bisschen lernen, wie das so mit Fahren geht. Ne? Aber ich sag mal so, in ein, zwei Jahren haben wir den so weit, dass er auch selbstständig da einparken kann und so. Ne? Aber andere Sachen macht er dafür gut. Ja. Richtig, ne? Man muss auch mal andere Sachen positiv hervorrufen. Das ist auf jeden Fall gut mit Konfliktsituationen klar. Jetzt geht's endlich zum eigentlichen Auftrag. Firma Mundstock, Abschleppdienst. Ja, ich warte hier. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was die gerufen hat. Warten wir mal. Von der Zentrale gab es auch nicht viel mehr Infos, oder? Ja, um ein Hyundai. Und das war's tatsächlich. Ich habe kein Kennzeichen. Habe ich sonst? Nein. Nur den Namen. Und dass das ein Hyundai ist und dass das halt ein Kunde von uns ist. Der Name sagt mir jetzt zwar nichts, vielleicht optisch, dass ich gleich sage, ey, alte Käsekrokette, du bist hier. Mal gucken. Nein, das darf nicht wahr sein. Nee. Nein, alles gut. Die sind ja für mich da. Ich möchte ein bisschen populär werden. Und da hat das Fernsehteam gesagt, pass auf, wir unterstützen dich da ein bisschen bei, wir begleiten dich und so. Und ja, das machen die jetzt 2 Tage lang. Aber da brauchen sie sich keine Sorgen machen. Wenn sie nicht gesehen werden wollen. Wäre ich jetzt weggelaufen. Wären sie weggelaufen? Ich habe gedacht, hier da das Gleiche, dann sind die gar nicht da. Da hat der Thomas Mist erzählt, habe ich so gedacht. Welcher Thomas? Mein Sohn. Ach, Ihr Sohn heißt auch Thomas? Ach, das ist mein Sohn. Ach so, jetzt ergibt es einen Schuh raus. Ne? Ja. Da muss ich gleich noch ein Autogramm geben, holen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was gut. Ist denn jetzt mit dem Auto? Ja, ich soll ihn holen hier. Ach so, richtig abholen. Wie bin ich in der Lage, den Schlauch da reinzumachen? Die Werkstatt. Die Werkstatt. Ja doch, aber dann in der Werkstatt. Ach so, das ist ja nur so ein Schlauch, da hat ja irgendwie ein Vieh drin gebissen. Ach, ein Marder. Ja, das war ein Marder. Ich bin ja jetzt nur da, um das Fahrzeug von A nach B zu bringen. Die haben ja keine Schläuche oder irgendwie sowas dabei. Ich weiß ja auch gar nicht, was passiert. Ich weiß nur, dass der Kühler undicht ist. Oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Marderbiss hat das Auto stillgelegt. Jetzt geht es erstmal in die Werkstatt. Wenn es denn so einfach wäre. Ich hoffe, dass das geht. Ich glaube, das ist. Soll ich mal gucken? Das hat nämlich mein. Der von Thomas. Meiner Enkelin, der Mann, der hat das nämlich kaputt gekriegt. Schlüssel geht doch gar nicht rein hier. Boah. In Recklinghausen hat ein Marder in einem Kleinwagen im Motorraum gewütet. Abschlepper Andi soll den Wagen jetzt in die Werkstatt bringen. Gar nicht so einfach, denn er und die Kundin scheitern bereits am Garagentor. Schlüssel geht doch gar nicht rein hier. Boah. Das hat der kaputt gekriegt. Dann mach mal, das geht halt auf. Moment. Das ist nämlich nicht in Ordnung. Am besten mit dem Füßchen mal weggehen. Ruhig! Bruno, aus! Ist das auch der richtige Schlüssel? Ich habe ihm den falschen Schlüssel gegeben.
Die haben mich nervös gemacht. Oh Mann, so geht mir das genauso. Der da. Jetzt pass auf, jetzt drehe ich hier, ne? Und jetzt, boah, Wahnsinn. Aber trotzdem, hat der Thomas Schuld. Ach, ist doch schon hier alles offen. Jetzt muss ich wieder der zumachen. Der hatte dann auf? Nee, pass auf, ich bin so nervös, ich habe den Wagenschlüssel oben stecken lassen. Nee, weil der ist ja mit hier dran. Alles gesichert. Jetzt aber zur eigentlichen Arbeit. Andi übernimmt. Guck, da ist das Wasser rausgelaufen. Ja. Und dieses Kabel hier. Ach, ich sehe schon, hat gescheuert. Oder? Naja, egal. Kaputt ist kaputt. Ne? Ich sehe jetzt hier, dass dieses Stück oder die Leitung ist dafür da, um dass das Wasser hier zurückgeleitet wird und wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Und wenn das jetzt heiß wird, dann spritzt hier selbstverständlich das Wasser raus. Und ich könnte jetzt Isoband rumfummeln oder beziehungsweise Panzertape rumfummeln und könnte jetzt der Kundin sagen, fahren Sie doch damit in die nächste Werkstatt und lassen Sie sich einen vernünftigen Schlauch einbauen. Aber aus diesem Grund, weil die Dame ja bei uns Kundin ist, nehme ich den Wagen also sofort mit zu uns zur Werkstatt. Die bestellen einen Schlauch oder vielleicht haben wir sogar sowas und dann kriegt die Kundin den Wagen heute schon wieder. So, alles klar. Schön, ne? Aber ich fahre jetzt ja auch gar nicht mehr so viel, denn hatte der Fabian von meiner Enkelin der Mann. Und da war dann der Vogel da, der da reingegangen ist. Ein Hamster oder was, ne? Ein Marder. Ein Marder, ja. Ein Hamster. Er nimmt das Auto immer mit zu sich und da sind die Marder. Ja, deswegen, Marder ist schon... Und so, jetzt nehmt ihr das Auto mit. Ja. Und da war auch noch irgendwie was. Da war da drin, das ist irgendwie so ein Schutz. Aber da sieht man zum Beispiel, hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass so ein Tierchen hier genagt hat. Das ist ein ganz weiches Zeug. Und da hat er dran gefressen, ne? Ja, ja. Hat er ein bisschen Hunger gehabt, da stehen die Tierchen drauf. Ja. Ne? Hat er den Schlauch natürlich auch angenagt und so. Mhm. Haben Sie einen Mülleimer? Ja. Gott, springe ich gleich weg. Auch mit Ihnen kann aber ich guck mal, der steht in, ich habe Auto mit Garage, da wäre kein Tier drin. Nein, die kommen auch da. Manche haben ja hier hinten solche Lüftungslöcher. Wenn Abgase sind und so was, dann kommen die Tierchen auch da auch durch. Da, ne? Da. So, ich fahre den Wagen nach vorne. Aufs Schiff. Noch nicht, erstmal nur bis vorne, dann bereite ich mein Schiff vor, verlade das Teilchen auf meinem Kahn und dann bringe ich das zum sicheren Hafen. Ja, und dann kann der Fabian den abholen. Okay, alles klar. Also, ich sag Tschüss, ne? Obwohl der Marder das Kabel des Kühlers angefressen hat, kann Andi das Auto noch über kurze Strecken bewegen. Bevor er das Auto auf seinen LKW lädt, muss er diesen in Position fahren. Ich werde mich jetzt da vorne hin positionieren, falls ein Bus kommt, falls einer kommt und sich da hinstellt, nicht da parken lassen, weil ich möchte mich da positionieren. Aber jetzt mache ich das eben selber. Hi. Hör mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich fahre jetzt mit meinem LKW hier hin und du fährst mit deinem Wagen dahin. Ich muss nämlich Auto abschleppen und hier fahren ja Busse durch. Weil wenn ich die Straße hier blockiere, ist alles dicht. Ne? Super, vielen Dank. Ja, guck mal, vernünftig miteinander reden. Wir tauschen die Plätze, ich mit meinem LKW dahin, der mit dem Eiswagen dahin. Und wir blockieren hier die Straßen nicht großartig und die Busse können durch. Dank Andis freundlicher Art räumt der Eiswagen das Feld. Eine Lösung, mit der beide gut leben können. Jetzt hole ich den Wagen. In seinen mehr als 23 Jahren als Abschlepper hat Andi nicht nur Autos abgeschleppt. Das schönste Erlebnis, was ich in meiner Abschleppkarriere erlebt habe, ich habe meine Frau kennengelernt. Ein Fahrzeug wurde falsch angeliefert. Dann habe ich mich in meinem LKW geschwungen, bin dorthin gefahren, habe das Fahrzeug abholen wollen. Und da war diese Frau. Dann habe ich das Fahrzeug vom Fuhrparkleiter bekommen, habe das festgemacht. Und habe dann gedacht, Andi, wenn du jetzt fährst, siehst du die Person nie wieder. Und da hatte ich das erste Mal in meinem Leben weiche Knie. Und mit diesen weichen Knien bin ich zurückgegangen in das Autohaus, habe dann die Dame angesprochen, ob sie mit mir einen Kaffee trinken gehen würde irgendwann mal. Und die sagte, ja, sehr gerne.
und ist dann zu meiner Frau später geworden. Eine Liebesgeschichte wie aus dem Märchenbuch. Bloß, dass hier der Prinz nicht auf einem Pferd reitet, sondern einen LKW fährt. Jetzt fahre ich mein Plateau wieder hoch, mach den fest und dann fahren wir zum Depot zurück. Jährlich gibt es mehr als 200.000 Marderschäden in Deutschland. Andi hat schon einiges gehört, was dagegen helfen soll. Da gibt es so viele Experten, die bauen sich da so einen Marderschreck ein. Das ist so ein Gerät vorne im Motorraum. Der schickt dann so Impulse raus oder manchmal mit Tönchen, Piep und sowas alles. Da halte ich nichts von, weil das geht ja auch auf die Batterie. Das frisst so ein bisschen die Kapazität der Batterie leer. Was ich aber schon mal gehört habe, ist Knoblauch. Knoblauch so ein bisschen verteilen im Motorraum. Okay, stinkt ein bisschen, wenn du dran vorbeigehst. Aber das soll, glaube ich, effektiv sein, weil von den Kunden, von denen ich das habe, der hat noch nie oder nie wieder Probleme mit dem Marder gekriegt. Also Tipp unter uns dann, ne? Nach 15 Minuten hatte Andi das Auto auf sein Plateau geladen. Den Verkehr immer im Blick. So, Popo einziehen. Weil da achten manche auch nicht drauf. Die fahren an dir vorbei, dann hast du auf einmal den Außenspiegel an der Fott hängen. Und ja, muss ja auch nicht sein. So, alles klar. Fahren wir. Andi fährt mit dem Wagen Huckepack zurück zur Abschleppfirma. Und anschließend macht er bestimmt schon den nächsten Wagen im Ruhrgebiet wieder flott.